So, meine lieben Leute, es geht weiter. Wir sind auf der Obfach nächste Folge hier aus unserem Multiplayer-Livestream, wo ich euch jetzt eine halbe Stunde dran teilhaben lasse, nachträglich als Aufzeichnung. Schaut gerne zu, ich freue mich. Seid ihr noch da? Jupp. Ja, super. So schnell wär's. Nee, hatte ich auch nicht gehofft. Ah. Aber jetzt finde ich das mal gut, dass du das auch mal gesehen hast, weil irgendwie ist das ja immer so ein Vorführeffekt, Ja, klar. ja? Richtig. Also was ich glaube, zum Thema mein Serveranbieter, glaube ich, dass der mir erstmal sagen würde, eure Logfile ist ja voll mit Fehlern. Ja. Und deshalb habe ich auch extra dem Anbieter geschrieben, dass wir ja das bei einem anderen Anbieter problemlos spielen können. Also ich hab nichts von den Fehlern geschrieben, ich habe auch nicht geschrieben, dass bei dem anderen keine Fehler drin wären. Die werden hier genauso im Logfile sein. Aber mal gucken, was er sagt. Aber es ist ja ein ganz anderer Unterschied zu gestern, Ja, ne? klar. Gar keine Frage. Nur ich meine, ne, er kann nicht sagen, wir bieten euch einen Server an. Und also kann der Anbieter nicht machen. Und dann, also klar kann er das machen, aber irgendwo muss der Preisunterschied ja auch herkommen. Aber Jo. im Endeffekt ne, kann er dann, muss er das dann auch irgendwo, muss er es dann auch vielleicht kundtun, dass er zwar einen Server einem also bereitstellt, die man da günstig mieten kann, die aber nicht für solchen hohen Ansprüchen ausgelegt sind oder so. Keine Ahnung. Mal gucken, wie er reagiert. Also bis jetzt habe ich da immer super Service bekommen. Gar keine Frage. Die haben immer alles schnell beantwortet und konnten uns immer helfen. Und denke mal, die werden erstmal versuchen, uns auf einen anderen Server umzuziehen, dass wir es da nochmal testen sollen und so weiter und so fort. Ja. Aber ich kann ja nächsten Mittwoch ja gar nicht so wirklich investieren in neue Felder, weil so viel Wald kann ich ja gar nicht in der Zeit abholzen. Aber ich investiere in ein anderes Sägewerk. Ja, brauche ein bisschen, ich muss ein bisschen mehr Bretterpaletten, weil die Produktion ist echt gut mit den Paletten, dass ich schon gar nicht mit den Bretterpaletten hinterherkomme. Hat Matze bei dir Paletten bestellt für uns? Nein. Oh, wir bräuchten Paletten, bitte. Also Leerpaletten, ne? Volle wären, glaube ich, schlecht, ja. Ja, also ich brauche keine Bretterpaletten, sondern einfach, das meinte ich damit. Ich brauche einfach Ja, den. Leerpaletten. Ja. Ja, brauchen wir. Ich weiß nicht, was die kosten bei dir und Ja, da muss ich mal. Warte mal, genau, das wollte ich schon gemacht haben, aber leider bin ich vom Server gekommen. Ich wollte mal gucken, ob man hier irgendwo Paletten verkaufen kann, damit man. Aber das ist schlecht. Doch, da. Ich mache mich gleich mal schlau, ich bin gleich wieder da. Jo.
Der Trigger, also diese Animation beim, wobei da kann er wahrscheinlich gar nichts für, das kann Dennis wahrscheinlich gar nichts machen, das sieht ja ein bisschen komisch aus. Ach, er fährt schon weiter. Super. Ja. Den noch erstmal abfahren. Erwin, nein, wir spielen nicht mit Seasons. Und zwar einfach aus dem Grund nicht, weil der Server rund um die Uhr läuft und also auch durchläuft, wenn keiner online ist. Es gibt keine festen Spielzeiten. Und es gibt Leute, die spielen, werden relativ regelmäßig, oder sind hier relativ regelmäßig online und spielen hier wahrscheinlich so fast jeden Tag. Und es gibt Leute, die spielen vielleicht nur einmal die Woche. Und wenn wir dann mit Seasons spielen würden, das würde nicht funktionieren. Daher haben wir uns ganz bewusst gegen Seasons hier entschieden. Auch wenn das natürlich sicherlich seinen Reiz hat, auch auf dieser Karte gerade, aber wir haben uns dagegen entschieden, ganz bewusst. Sonst würde vielleicht derjenige, der einmal die Woche spielt, würde immer Winter haben oder so und kann nichts machen. Seine Sachen werden ruckzuck verrottet, vergammelt und so, wenn er Stroh auf dem Feld liegen hat. Und deshalb haben wir uns dagegen entschieden. Deshalb haben wir gesagt, wir lassen das. Wir haben auch Frucht, also Fruchtzerstörung haben wir an, aber also Früchte verderben hier nicht, also sie sterben nicht automatisch, ne? Also wenn sie zu lange stehen lässt. Weil es eben einfach mal sein kann, dass auch mal auf irgendeinem Hof eine Woche lang keiner spielt. Und deshalb haben wir das so eingestellt, weil das ist hier so ein reines Just-for-Fun-Projekt, wo einfach möglichst viele Leute spielen können und ja, man einfach eine gute Zeit hat und wer aufnehmen will oder streamen will, der macht das, wenn er Bock hat und wer nicht, der nicht, ne? Also es ist da keiner dazu gezwungen, es ist auch keiner gezwungen irgendwie, ah, ich stehe mir selber im Weg, auch nicht schlecht. Mario Hirschfeld hat den Server wieder verlassen. Okay. Vielleicht sollte ich daraus lernen und mich ein bisschen weiter an den Rand stellen hier. Da noch so viel. Ach, ich bin schon voll. Ist klar. Sorry, ich muss gleich noch mal kommen. Tut mir leid. Ja, einmal die Stunde, weißt ja. Mhm. Nein, alles klar. Ach, ich hab's hingekriegt. Schwere Geburt, aber ich hab's hingekriegt.
Ja, Erwin, das wird bei mir ja auch irgendwann bevorstehen, Holzer Map. Heute kam kein Video, das ist richtig. Oder was ist das richtig? Hast du ja jetzt nicht gesagt, aber heute kam kein Video von mir, weil ich gestern sehr lange hier auf der Hauptfach unterwegs war und es einfach so viel Spaß gemacht hat. Und danach war ich aber auch so müde und so fertig, dass ich einfach gesagt habe, nee, komm, heute nicht mehr. Wo ist denn hier der Abladetrigger dafür? Stroh ist der da drin? Oder ist das hier schon voll? Weißt du, das ist schon voll. Oh, wir haben auch eine neue Strohtextur hier im Lager. Synchro-Party. Es kommt deiner Maria. Ja. Maria, hilf. Ach nee. Hirsch. Hirsch, heiß ich. Heiß ich ja gar nicht. Die über Investitionen in Rheinsberg reden, was haben die denn da vor? In die Rheinsberg unterkellern oder was haben die vor? Man weiß es nicht. Atomschutzbunker. Ja. Ist Torben mit oder? Ist was? Hier? Torben ist hier bei uns. Ist Torben. Der ist so schweigsam. Okay, oder ist der ab? Ja, egal. Gucke erstmal, ob ich das in den Komposter hauen kann. Da noch Platz was ist. Was möchtest du in den Komposter hauen? Stroh. Ja, so. Wir haben hier so viel Stroh. Und ich habe noch ein ganzes Feld gleich voll Stroh, was ich noch leer machen kann. Ich frage mich nur, wie weit ich denn da nach hinten fahren soll. Ja, Mali, danke fürs Follow. Schön, dass du da bist, Mali. Die haben dich schon vermisst. Ah, ja. Ach, top. Ja. Boah, was ruckelt das? Was macht ihr? Arbeitet ihr gerade mit Autoload? Ja, ich. Ah, okay, man merkt es. Ich merk's nicht. Ja, ich schon. Also es war hier, dass ich Känguru-Benzin getankt habe. Nö, also ich hatte nichts. Ganz krass. Ja, alles schick bei uns, Mali. Klar. Siehst du, wir spielen aber Hauptfach. Was soll denn da nicht schick sein? Nein. Nee, alles gut. Macht einen Höllenspaß. Sehr, sehr süchtig machend. Oh ja. Oh ja. Die sind schon meckerig mit mir auf einem anderen Server, weil ich kaum noch da bin bei mir. Ja. Meinst du, wie ich, wenn ich dann ab nächste Woche freitags wieder zu Hause bin und ich bin dann tatsächlich irgendwie, ja, über 2 Wochen da. Ich dann eigentlich nicht spiele. Da muss ich noch mal gucken, ob ich da noch irgendwie eine Regelung mit meiner Frau finde.
Du Küche, ich Computer. Nee, so nicht, aber. Bestechst du doch mit irgendwas, mit Geld oder kaufst du irgendwas Schönes oder keine Ahnung. Kriegst einen neuen Staubsauger, wenn ich spielen darf. Genau. Super. Die Multi. Nice. Das war richtig schön teuren, aber war nicht so billig. Wir haben Vorwerk, wir brauchen keinen teuren Staubsauger mehr Vorwerk kaufen. Vorwerk ist schon das Beste. Ja, dann machst du das so wie meine. Bei mir war die Geschirrspülmaschine kaputt. Ich habe zum Geburtstag eine geschenkt bekommen, hab sie weiter verschenkt. Sie hat mich ganz doll lieb. Du musst sie mit der Hand abwaschen. Ja, Mali, die Multimap sieht auch gut aus, ne? Also ist jetzt so, ich sag mal, ich habe nur mal so kurz rübergeflogen. Ist landschaftlich natürlich längst nicht so anspruchsvoll wie hier irgendwie die Hauptfach, aber ist eben, glaube ich, eine große Map, die man aber auch, wenn man mit Cosplay und vielleicht Autodrive benutzt, dann kann man die, glaube ich, ganz gut verwenden, denke ich. Dann kann man die auch alleine gut bespielen. Ich bin tatsächlich, war auch am Überlegen, ob ich da vielleicht mal drauf wechsel, aber ich glaube, ich werde jetzt auf die NF Marsch vierfach warten und werde dann nochmal ein Singleplay-Projekt drauf starten und dann richtig groß einsteigen mit vielen Maschinen im großen Hof und dann möglichst viel automatisieren mit Autodrive und Cosplay. Da habe ich mal Bock drauf, sowas zu machen. So als kompletten Gegensatz zu meinem Holzer-Map-Projekt, wo ich ja eigentlich fast gar keinen Cosplay oder so benutze. Also ich habe es zwar drauf, aber ich benutze es ewig nicht. Bin ich mal ehrlich, ich habe Cosplay noch nie benutzt. Ist von der Sache her eigentlich recht simpel. Ja. Das Problem ist, ich spiele keine Singleplays. Ja. Naja, kannst du aber, Multiplayer war damals ja, ging's ja auch, also ja. Das ist ja, war eigentlich relativ gut, wenn du zu zweit auf zum Beispiel NF zu zweit warst, ging das einwandfrei, also Abfahrer, du konntest nebenbei Paletten laden, du konntest nebenbei Felder ernten, bestellen und machen und tun, also ja. Es war schon cool. Und ich sagte mal, dieses Autodrive, das habe ich, glaube ich, sträflich vernachlässigt bisher und ich habe jetzt mal so ein bisschen geguckt, weil du ja auch jetzt inzwischen kannst du ja Cosplay und Autodrive miteinander kombinieren so ein bisschen. Du kannst also zum Beispiel die Ernte auf dem Feld, wenn du jetzt, was weiß ich, so wie ich jetzt hier Stroh sammelst, das kannst du mit einem Cosplay-Kurs machen lassen, aber das Abfahren zum Hof kannst du dann von Autodrive automatisch machen lassen. Und Autodrive hat natürlich den Charme, den ich mir immer von Cosplay gewünscht habe. Bei Cosplay musst du ja, du musst ja im Prinzip jeden Kurs einfahren. Du kannst auch Kurse miteinander kombinieren. Da habe ich ja auch mal mit angefangen, auf dem nordfriesischen Marsch. Aber bei Autodrive ist es so, du fährst im Prinzip, fährst du jede Straße einmal ein und zeichnest das auf. Naja, du musst das muss alles miteinander verbunden sein. Du musst auch dann, sag ich mal, wie du abbiegst und so. Du musst also so ein wirkliches Wegenetz aufbauen. Und dann kannst du Punkte da drin definieren. Kannst zum Beispiel sagen, das ist mein Hofsilo. Und dann kannst du irgendwo auf der Karte stehen und sagst, dieser Traktor, der fährt jetzt bitte zu meinem Hofsilo. Und dann sucht er sich den Weg raus aus diesem Wegenetz und fährt zum Hofsilo. Und ja. Das ist natürlich fantastisch. Mali, ja, das geht auch mit Cosplay, aber da musst du dafür ja auch noch wieder einen Kurs haben. Und wenn du jetzt von jedem Feld dir einen Kurs baust, wenn du jetzt natürlich die Kurse vernünftig zusammenlegst, dass du das so ähnlich machst wie in Autodrive, das geht auch. Aber wenn du sowieso Autodrive benutzt, was ja eben, wie ich finde, für solche Sachen, so für Überführungsfahrten viel einfacher geht als Cosplay. Ich habe es tatsächlich noch nicht benutzt, aber ich habe mir viele Videos jetzt inzwischen dazu angeguckt, weil ich es benutzen möchte. Dann geht das, glaube ich, einfacher. Und diese Kombination aus beiden ist, glaube ich, der Hammer. Oh. Ernsthaft? Mal, ich habe das früher auch immer, also im 17er und auch hier im 19er, auch mit Cosplay mal gemacht, auch das Abfahren.
Aber es geht eben auch mit Autodreifen, wie gesagt, und das, die Kurse sind, also du musst einmal zwar auch richtig Aufwand betreiben, aber ich glaube, dass es dann viel, viel komfortabler ist, als das mit Cosplay zu machen. Weil du dann auch, wenn du jetzt sagst, du willst auf einmal, weil bei Cosplay musst du ja immer Kreuzungspunkte setzen, wenn du von dem Kurs da abzweigen möchtest. Und das brauchst du bei Autodrive eben nicht. Bei Autodrive hast du deine Kurve, wenn du nachträglich dann noch mal irgendwo auf eine Produktion fahren willst, dann musst du einfach nur von einem bestehenden Streckennetz einfach nur diese Abzweigung zur Produktion machen und dann funktioniert das. Ich glaube, das hat schon seinen Charme. Und im Mod steht übrigens auch drin, dass es Multiplayer-fähig wäre. In der Mod-Desk von Autodrive. Weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier auf der... Also ich glaube, wir brauchen das hier nicht auf der Hauptfach, aber... Cosplay ist ja im Augenblick noch nicht Multiplayer-fähig, leider. Überhaupt der Hirsch? Der ist auch im Dorfleben von Rheinsberg. Die diskutieren da irgendwelche Investitionen, was mir hier schon wieder skeptisch macht. Was wollen die jetzt sagen? Was wollen die bauen? Wollen die Rheinsberg unterkellern oder wollen die, keine Ahnung, was die vorhaben? Umweltschutzbunker bauen. Ja. Oder ein Bioreservat für Hirsche. Aber der Wald ist ja dabei, den Wald abzuholzen. Also fällt das wohl aus. Ach du, ich glaube, dafür haben wir noch genug Wald. Kann er ja irgendwo oben am Rande der Karte machen, wo ich über Feld 81 so kleine Wald. White Shark HD, danke für dein Follow. Wie viel sind wir in dem Projekt im Augenblick? Ich glaube, wir sind tatsächlich über 16. Also gestern waren wir tatsächlich mit 16 Leuten zeitweise auf dem Server. Ich glaube, wir sind sogar noch mehr. Wir haben aber auch gesagt, das ist okay, weil die meiste Zeit sowieso nicht alle gleichzeitig Zeit haben zum Spielen. Daher haben wir gesagt, wir sind auch, also wir wollen nicht zu viele, ne? Wir werden jetzt nicht irgendwie 30 Leute in die Gruppe nehmen, aber ich sag mal so, also wir, nein, wir werden jetzt erstmal schauen, wie es jetzt in dieser Größe ist, wie wir jetzt sind, und gegebenenfalls nehmen wir dann vielleicht noch Leute mit rein. Das kann ich aber noch nicht sagen. Da schauen wir dann mal. Also im Moment bleiben wir erstmal so, wir suchen jetzt nicht aktiv nach Leuten, sondern im Prinzip geht das ja, hat sich das ja rekrutiert aus meiner Community und aus der von Mario Hirschfeld. Da die Map ja auch noch keine offizielle Version ist, werden wir auch erstmal nur innerhalb unserer Communities bleiben. Einfach damit die Map nicht in falsche Hände gerät. Leute, wenn ich euch ab und zu mal irgendwie nicht höre oder auf euch nicht reagiere, dann kann das sein, dass ich euch gerade mal kurz gemutet habe, weil ich dann irgendwie was in Stream ansage oder so. Und dann habe ich auch den Teamspeak gemutet. Dann spreche ich nicht in Teamspeak, ich höre euch aber auch nicht. Also, als da irgendwie... Habt ihr es gehört? Er mutet uns. Ja, ich mute euch. Das ist eine Zumutung, ist das. Ich connecte. Nein, doch, klar. Bitte nicht. Zu spät. Bitte warten. Bitte warten. Please. Warten Sie bis die nächste freie Leitung. Ja.
Ach so, und wenn du nochmal an dein LKW beigehst, ne? Ja. Kannst du auch das Licht freischalten für den LKW hinten auf die Ladefläche? Beim Anhänger geht das? Nur beim LKW direkt? Beim LKW geht das auch. Nee, du hast hinten im Dunkeln keine Beleuchtung auf dem LKW. Also ich schon. Du, das Licht schaltet zwar an, aber nicht auf. Beim Anhänger hast du richtig hinten alles heller leuchtet. Oh, muss ich mir mal angucken. Also ich bin mir relativ sicher, dass das bei mir funktioniert. Aber. Ich weiß jetzt, was den Wurst schreibt. Was denn? Schreibt er denn? Er kauft irgendwelche Container. Ach, so, deswegen haben wir die Lachs hier die ganze Zeit. Ich wundere mich schon, warum man es die ganze Zeit leckt. Immer wieder mal, ja? Ich war mal ein bisschen spionieren. Aber das mit Curtis fand ich gut. Das ist ja gesagt, du sollst selber fahren. Ja, habe ich geschrieben. Ja, mache ich. Ja. Da kam ja von ihm nichts mehr, aber Mario denn so. Wie jetzt? Aufträge kaputt? Weil in dem Moment habe ich den Anhänger ja wieder verkauft, weil wir die Probleme auch hatten, ne? Ja. Aber ich habe es erstmal so stehen lassen. Also hier muss der Wald ab. Hier ist viel zu bäumen. Ist das eigentlich schwer jetzt, sag ich mal, wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich aus deinem Anhänger jetzt einen Holzanhänger machen, also Holz mit drauf machen würde, wäre das schwer, sowas da einzubauen? Also du müsstest jetzt ein anderes Skript mit einbauen, ne? Weil das sind komplett unterschiedliche Skripte, dieses Holz-Autoload und das, was ich, das normale Autoload. Ja. Da müsste ich mich also erstmal mit beschäftigen, wie dieses andere Skript eingebunden wird. Ich weiß auch nicht, ob die sich vertragen miteinander, das kann ich nicht sagen. Aber du wirst ja nicht einen, also ich werde ja auch nicht einen LKW haben, wo beides gleichzeitig aktiv ist. Ja, sondern du wirst es dann. Eine extra Kategorie machen, ne? Ja, das muss man dann im Prinzip, so wie man ja jetzt auch sagen kann, ich will nichts haben oder normal haben, ich möchte Autoload Light haben oder normales Autoload, was ja eigentlich bei mir auch mit drin ist, wird man dann sicherlich, könnte man dann auch auswählen, Autoload Wood. Und dann würde sich, oder ich würde einfach wirklich ein eigene Fahrzeuge machen, weil die auch einen anderen Aufbau natürlich brauchen. Du brauchst ja die Rungen an der Seite, die ich natürlich nicht habe. Ja. Und die müsste ich mir natürlich auch erstmal irgendwie entweder aus irgendeinem Giants-Mod holen oder ich müsste die selber basteln. Da bin ich aber im Moment noch zu unbedarft, was diese 3D-Geschichte angeht. Da habe ich noch nicht genug Wissen. Also ich kenne mich mit 3D-Modellierung ein bisschen inzwischen aus. Aber eben noch nicht, wie das denn ist, dann solche Sachen dann nachher auch ins Spiel zu bringen. Und ich habe auch, also ich benutze im Moment auch kein 3D-Modellierungsprogramm, wo es ein Plugin für gibt. Weil es gibt es ja für Blender, es gibt es für Maya und 3D Studio Max. Und ich benutze Cinema 4D, weil ich das eben für die Arbeit brauche. Und auch man kann von Cinema 4D kann man auch zu 3D Studio Max exportieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Das geht auch. Ich habe auch 3D Studio Max, aber ich kann es eben nicht bedienen. Nein, ich habe keine gecrackte Version Stream, falls ihr das denkt. Was? Du dealst mit Crack? Nein, ich deale nicht mit Crack. Cracker. Bin der Cracker. So, wo ist denn jetzt hier der Spark da? Saßen zu den FSL, dass er das jetzt wieder verschoben hat. Wie verschoben? Na, war das jetzt nicht dieses Wochenende oder ist das erst generell nächstes Wochenende? Nee, also es gab irgendwann mal Vermutungen, dass es dieses Wochenende ist. Irgendwo stand auch mal so ein Datum,
Aber das war nie offiziell angekündigt. Und die offizielle Ankündigung war immer nächstes Wochenende dann. Also als es dann endlich eine offizielle Ankündigung gab, stand da dann drin, nächstes Wochenende. Ach so, weil mich das vorhin so ein bisschen irritiert hat. Nee, nee. Wir sind davon ausgegangen, irgendwo stand auch dieses Datum, dass es dieses Wochenende wäre. Also, ne, aber das kann sein, dass es auch nur eine Mutmaßung war oder so. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie sich das darstellte, warum das so kam. Nee, alles gut, weil ich habe das bloß gelesen, habe ich gedacht, ja. Schon wieder. Dieses Wochenende wäre mir viel lieber gewesen, weil dieses Wochenende bin ich ja noch in der Schweiz, nächstes Wochenende ja nicht. Tja, man kann ja noch nicht alles haben, ne? Nee. Wäre manchmal was schön. Ja. Ja, manchmal, aber... Ach ja, der Herr Wald ist ja morgen auch alleine. Wieso bin ich morgen alleine? Matze! Ja. Das ist schon eine schöne Begrüßung von dem... was ist das nochmal? In dem 1103er hier. Oh, oh. Du hast die Taktik geändert, habe ich gelesen. Ja, das ist die gleiche, die wir gemacht haben fast. Ah nee, da warst du nicht dabei. Wie viel Ballen habt ihr denn, wie viele Punkte habt ihr nicht geschafft? 550 so in dem Dreh. Ja. Gleich auf Anhieb, also. Also da muss noch ein bisschen was verfeinert werden, aber du kriegst es eigentlich hin, locker 28 Ballen da vorne abzuladen. Jetzt bräuchte man nur noch einen ständig guten Stapler, deswegen Micha, üben. Also ich habe probiert zu üben, aber es ist irgendwie schwieriger, also im normalen Spiel ist es schwieriger, also leichter zu stapeln als bei der FSL. Da ist die Physik irgendwie echt wirklich anders, so wie du das mal irgendwann gesagt hast. Ich geb dir recht. Naja, ja, ist klar, aber ich meine mal, irgendwo müssen sie es ja schwer machen. Liebe Zuschauer, habt ihr übrigens schon gesehen, unser Hofschild ist da. Wir sind hier, unser Hof ist, ne, das kann man jetzt hier schlecht sehen, ich steig mal aus, das ist die Schnitzelmanufaktur Otterbach. Und ich würde eine Synchro ankündigen. Ja, dann kündige die doch an. Ey, ich synchronisiere jetzt. Los, hopp, hopp. Wer macht denn Schilder? Ja, jeder wie er lustig ist. Also, das hier hat jetzt, also ich sag mal so, ich war dabei und hab praktisch dieses Hofschild, also dieses Hofschild-Pack, was wir auch im Roleplay-Projekt benutzen. Und was ja auch auf Arkandelin benutzt wurde wohl, das habe ich praktisch bearbeitet. Da habe ich mein Logo mit reingebracht, da habe ich Marios Logo mit reingebracht. Und das kann ich auch noch weitermachen, wenn also noch jemand ein Logo hat. Und ansonsten hat Dex uns ja auch angeboten, dass wir ihm die Sachen schicken können. Wir können ihm sagen, wie die Höfe heißen sollen. Und können ihm auch Logos schicken und dann baut er das mit ein. So hat er es bei uns gemacht. Also ich habe jetzt hier noch nichts selber platziert, sondern das hier ist jetzt fest auf der Karte. Das heißt, auch für alle anderen Spieler, die in Zukunft diese Karte spielen werden, heißt dieser Hof Schnitzel Manufaktur Otterbach. Okay. Diese Schilderbearbeitung, wie kann man das machen? Also über Paint.net oder... Ja. Photoshop, wie auch immer. GIMP oder so, ja. Wie auch immer. Also das ist eigentlich relativ leicht. Gut, dann werde ich mich da mal dran setzen. Ich habe das vom RP, ja. Mit dem Holzkram. Vielleicht kann ich das ja auch ein bisschen ändern für hier. Ja. Ja. Dex! Schön, dass du da bist. Essen 71, danke für dein Follow und herzlich willkommen. Was du aus dem Projekt nimmst, brauchst du ja bloß die Datei aufmachen, die DDS-Datei. Und rein theoretisch kannst du ja was Neues, da kannst du halt die Texturen, sprich was vorher drauf ist, kannst du dich ja wegradieren und darauf kannst du ja dann schreiben in den Hintergrund. Ja, gut. Leute, der Dennis ist bei mir im Chat, also passt auf, was ihr sagt. Moin, Dennis! Moin!
Und ich glaube, sein A Clem, der hat was nämlich mit irgendwie, weiß ich nicht, 8 A's geschrieben oder so. Dennis, gibt es die Möglichkeit, dass wir irgendwo im Discord mal eben schnacken können? Oh, was da wohl wieder kommt. Ich glaube, Uli weiß, was ich meine. Aber das ist der beste Ansprechpartner, oder Uli? Jo. Dennis kennt sich aus. Wer, wenn nicht er, ne? Sehr geil. Ach, Dennis ist schon hier im Discord. Warum hat er eigentlich keine Rechte? Ich finde, er könnte doch eigentlich auch Rechte kriegen hier für unseren. Ja, darf oder ich nicht? Soll ich ihn erstmal eben kurz, dass das nicht unbedingt über ein Live läuft, was mit ihm schnacken eben? Ja, ne? Ja, ich gebe ihm mal eben kurz Rechte, dass er hier unten mit runter kann. Genau, ich ziehe ihn aber dann gleich im Privat rein. Ja, da kann er dann ja auch selber reingehen. Dennis, so. Du könntest jetzt zu uns nach unten kommen. Ich habe dir gerade die entsprechende Berechtigung hier auf dem Discord gegeben. Hallo? Ach, Torben ist nur weggegangen, okay. Ja. Ah ja, die sind da unten, alles klar. Ja, liebe Zuschauer, das war's, diese weitere Folge hier von der Hopfach. Und ich hoffe, ihr guckt wieder rein, ihr guckt auch bei meinen anderen Projekten rein. In diesem Sinn verabschiede ich mich bei euch und sage ciao.